figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Wo man drauf zurückgreifen kann. Na los. Abmarsch. Oh Gott, der Blitzmagier. Hey, du kannst dich direkt mal verziehen. Hey. Ach so. Wenn er tot ist, ist er schon tot. Gibt's bei dem noch irgendwas zum Mitnehmen? Außer seine Waffe? Nee, Topazstab. Ist nicht so mein Ding. Es gibt auch schon neue Glitch, also neue Duplication-Glitches für Item und so weiter. Ist aber nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Den habe ich gar nicht angenommen, okay. Interessant. Nehmen wir aber jetzt in Beschlag. Dann haben wir hier auch einen Schnellreisepoint. Und jetzt gehen wir hier runter. Und da unten haben wir Stall der Ebene. Oh, mein reisender Freund, ich erinnere mich gut an dich. Na, wohin des Wegs? Unterwegs zum nächsten großen Fee, große Fee. Huch, habe ich mich vertan. Bist du nicht hier am Stall der Ebene, um den Weg zur großen Fee Kaisa anzutreten? Die große Fee, die in der Nähe wohnt, hat schon lange nicht mehr die Nase aus ihrer Blumenknospe gesteckt. Bestimmt ist sie wie mit der großen Fee am Stall des Waldes und sie hat einfach zu viel Angst, um sich zu zeigen. Die hiesige große Fee war ganz verliebt in den Klang von Fanes Flötenspiel. Daher wäre es dann besser, einfach hinzureisen, Fane was auf seiner Flöten spielen zu lassen, aber Fane ist leider nicht hier. Ach ja, Fane ist übrigens der Junge, der in unserem Soble die Flöte spielt. Er ist allerdings eines Tages aufgebrochen und nie wiedergekehrt. Ein Reisender aus Firone im Südosten von hier. Meint, er hätte beim Stall der Hochebene so etwas wie Flötentöne gehört. Aha, okay. Okay, dann let's go. Da ist noch ein Krog. Mit dir, mein Freunden, halt die Fresse. Ich hasse solche Krogs irgendwie, keine Ahnung. Da war es mir lieber, als sie sich versteckt haben und man sie einfach finden musste. Nimm eine leichtere Tasche mit. Oder so, würde ich jetzt dem Kollegen antworten. So, gehen wir weiter. Und ja, momentan habe ich alle Cheats aktiv wieder. Leider. Weil es waren gerade die Kinder zu Bett und ich wollte einfach direkt wieder anschmeißen und let's go, der Hase. Aber wir kämpfen jetzt auch nicht, also ist es legit irrelevant, wie wir an unsere Ziele kommen. Ich mache ja auch keine Guides in dem Sinne, wie man jetzt was richtig macht. Weil das ist übrigens immer individuell machbar. Du kannst auch bei einem gewissen Rätselspiel. Warte mal. Das reicht nicht, um die zu killen? Willst du mich verarschen? Und ihr?
Das weckt alte Zeiten, ne? In BOTW. Ich habe heute gerade wieder richtig schlechte Nachrichten gelesen, ohne Scheiß. So von wegen, ja, wie kann man nur ein Vollpreisspiel für diese kleinen Änderungen, ne, in Erwägung ziehen? Und da denke ich mir nur so, Bro, dann darfst du dir praktisch gar keine Spiele mehr kaufen, die eine Fortsetzung auf derselben Map haben. Zum Beispiel Mass Effect, eines meiner Lieblingsspiele, hat, also, ne, Citadel ist gleich, Omega ist gleich, sie haben es nur ein bisschen umstrukturiert, aber der Kern ist dasselbe. Also, sorry. Und, ja. Und auch meistens ist die Story ja, geht es um das Gleiche. Was ist denn das für ein Strudel? Mal so eine Frage. Kann ich den besiegen? Eigentlich jetzt ultra stupid, gegen den anzutreten, aber weil wir halt legit unsterblich sind, aber ich möchte es halt mal probieren. Flammengriok. What the fuck? Also direkt angreifen bringt nichts. Oh. Warte mal. Also mich würde schon interessieren, wie viel Schaden ich dem mache. Hallo. Danke. Aha. Au. Ihr könnt ja mal auf die Herzen gucken. Hallo. Aha. Die bekämpfen wir definitiv noch mit richtigem. Ja, nee, ich wäre schon dreimal down gegangen. Wie willst du den auf kleinem Level schaffen? Also, ich bitte euch. Das schaffst du nicht. Oh. Das schaffst du beim besten Willen nicht. Wo will der hin? Wow, 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 wow. Sackgesicht. Kriok Flammhorn. Kriok Flügel. Interessant. Habe ich jetzt einfach nur testeshalber mal gemacht. Und ohne Scheiß, das sage ich jetzt schon so wie es ist, der wird ein Brocken. Den ohne irgendwas zu legen und trotz maximaler Stufe, ich habe keine Ahnung, wie man den legen soll. Und dann werde ich noch den Moonjump Glitch ausschalten. Mal schauen, ich glaube, wir werden sowas von abserviert.
Und das sage ich so, wie es ist. Also, wer den First Try ohne irgendeinen Glitch legt, GG. GG, Bro. Und ohne Vorwissen. Vorwissen zählt nicht. Nicht irgendwo nachgucken. Ich habe den jetzt auch einfach nur blind. Ich habe nichts gelesen. Was hat der für Schwächen? Was macht ihn so besonders stark? Oder wie umgeht man seine Windkacke oder was auch immer? Einfach so, wie man es kennt, ne? Let's go, der Hase. Alles andere ist legit einfach unfair und gehört nicht als GG anerkannt. Auch das, was ich gerade eben gemacht habe. Normalerweise mache ich das auch nicht. Ich wollte jetzt einfach auch gucken, wie brutal sind die. Und die sind mega heftig. Das sage ich, obwohl ich unsterblich bin. Weil ohne Scheiß, ohne diesen Unsterblichkeit-Ding, no chance. Da oben ist noch so ein Ding. Nur mal so am Rande. Von denen gibt es ein paar. Das sind wahrscheinlich die Leute hier. Also, RIP. Und es gibt noch einen Eisdrachen und. Also, Die werden wir noch ein paar Mal bekämpfen. Bevor ich die nicht auswendig kann, wird das definitiv nicht beendet, das Let's Play. Und das muss gehen. Vielleicht nicht No Damage, aber definitiv. Das muss funktionieren, dass man die legen kann. Hier, da ist der Kollege. Ey, Arschloch. Oh, hallo, toll, dass du extra hier raufgeklettert bist. Wolltest du irgendwas von mir? Bestimmt bloß, dass ich für dich musiziere, stimmt's? Nanu, woher kennst du denn das? Ensemble zügellos. Nein, wirklich, das Ensemble tut sich wieder zusammen. Natürlich bin ich mit von der Partie. Aber bevor ich zum Ensemble zügellos zurückkehren kann, habe ich noch etwas Unaufschiebbares zu erledigen. Na, erstmal runter hier, denn hier oben ist es echt gefährlich, dann erzähle ich dir auch gleich die Geschichte. Okay. Also die Geschichte hat dir vielleicht jemand beim Stall davon erzählt. Jedenfalls geht es um das Feuer im Blumenfeld. Wie du siehst, ist hier in der Nähe alles verbrannt. Das war wegen mir, aber ich schwöre dir, dass es ein Versehen war. Es ist eine lange Geschichte, aber Heite und ich, wir sind schon lange Freunde. Sie wollte immer schon einen echten leuchtenden Baum sehen. Also habe ich ihr versprochen, dass ich ihr einen zeige. Aber solche bei mir gibt es nur in Märchen und nicht in warmem Leben. Also hatte ich ein Problem. Daher habe ich mir einen normalen Baum gesucht und ihn zum Leuchten gebracht. Ich wollte Heite ja bloß ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Aber tja, das war ein riesiger Fehlschlag. Aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Oh nein. Darum sammle ich jetzt Glühwürmchen. Die leuchten auch und der Baum brennt dabei nicht ab. Schleichwürmchen, um genau zu sein. Mit 10 Schleimwürmchen oder mehr würde so ein Baum super schön leuchten. Und dann würde auch Heites Lächeln ganz toll leuchten, jawohl. Ich könnte schwören, dass ich in deiner Tasche gerade etwas leuchten gesehen habe. Hast du? Sag, hast du etwa meine Glühwürmchen dabei? Falls du 10 Schleimwürmchen für mich hättest, könnte ich meinen Baum in voller Pracht stehen lassen. Und ja, ich habe auch das schon vorgesorgt. Ah, echt, für mich ganz ehrlich, das Licht zieht noch weitere Glühwürmchen an. Und ich habe ja auch schon ein paar gesammelt. Mit allen zusammen werde ich den Baum erstrahlen lassen, als sei er einem Märchen entsprungen. Vielen Dank. Und also ich weiß ja, du hast mir gerade einen riesen Gefallen getan. Aber dürfte ich dich um noch was bitten? Wärst du vielleicht so super lieb und würdest heute hierher bringen, sobald die Nacht anbricht? Oh, und tut mir bitte den Gefallen und erwähne meinen Namen nicht. Es soll ja schließlich eine Überraschung sein. Wait a minute. Du bist doch nicht Heite. Also schon nur das Besuchen gibt einen Premium-Punkt, okay. Oh.
Okay, bis abends. Ja. Bumm. Was für ein Riesenschimmel. Moment. Nochmal für Vollidioten. Nee, das war das. Hier. Hallo, nein, nicht in diese Details. Geh weg. Danke. Hier. Dann da. Ich habe gesehen, von zwei Reisenden von einem Riesenschimmel gehört. Aber sie wollten der Straße bis hinter den See des Pferdegottes folgen. Und dort alles könnte ich auf den Kopf stellen. Wo ist der? Okay. Okay, geht es um Ganondorfs Pferd? Kann das sein? Oh! Der Wichsknödel ist ja auch hier. Momentchen, Popöchen. Ich bin aber nicht wegen ihm hier. Ah, hier. Ah, guten Abend. Fan ist noch nicht zurück, obwohl es schon dunkel ist. Wo kann er nur sein? Gut, aber wo gehen wir denn hin? Fräulein, nie mit dem Fremden, der so aussieht wie Link, mitgehen, ne? Das ist ganz schlecht. Hä? Dankeschön. Wenigstens haben sie da richtig mitgeklungen. Danke, danke, Gott. Heute sollte kommen. Hier, oh! Dankeschön. Jetzt muss ich mir nur den Piepmatz da unten merken, weil, ja, wegen der Mission. Weil man kriegt von der Mission mit ihm am ganzen Ende noch eine Froschausrüstung. Das heißt, ihr könnt euch an nassen Wänden hochgrapschen. An Wänden. Das ist ultimativ geil, wenn man nicht das kann, was ich kann.
Und deswegen, und ich will sowieso alle Klamotten haben. Glücklich, oh, gehört sie, hat glücklich gesagt. Hihi, heute ist so glücklich, ich habe es geschafft. Ich habe mich heute zum Lächeln, aber einmal reicht mir nicht. Oh nein, ich werde nicht ruhen, bis heute nochmal so lächelt und dann nochmal. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich laufe zurück und spiele wieder im Ensemble zügellos. Dann werde ich berühmt und spiele noch besser Musik und sehe die Welt und habe was zu erzählen. Und im Flötenspiel werde ich heute dann jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn sie Lust hat. Vielen Dank. Du hast echt ganz viel für mich getan. Hier, wenn du willst, dann nimm das hier als Belohnung. Maxi Edeltrüffel sogar. Dann mache ich mich mal bald auf den Weg und wenn wir uns mal wieder begegnen, dann verspreche ich dir, dass dich meine Musik auch zum Lächeln bringen wird. Glaubst du ja wohl selbst nicht. Ich mag keine solche Musik. Und mit dir spreche ich dann später noch. Gerade aber keine Zeit. Ich habe hier noch was zu tun. Und zwar genau hier. So. Hallo, ihr Lieben, ich bin zurück. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Also zuallererst das Rad noch dran. Oh. So. Jetzt passt es. Schnauze, ich bin gerade am... bin euer Gefährt am Bereitstellen. Also lasst den Künstler mal machen. Oder wollt ihr euch mir in den Weg stellen? Ich glaube ja eher weniger. Ich bin der Held. So. Oh. So. That's it. Nein, noch nicht. Es fehlt noch ein Antrieb. Antrieb. Was doch bis wohl. Oh, der Forscherreisende sei gegrüßt. Willkommen hier im Stall der Ebene. Prächtig die Pferdchen, oder? Eigentlich waren sie ja früher mal in einem Stall im Gerudo-Tal zu Hause, unten im Südwesten. Aber nun ja, der Kataklysmus hat im Gerudo-Tal einen gewaltigen Wetterwandel verursacht. Nun sind dort Kälte und Hitze so extrem, dass die armen Tiere in Gefahr waren. Da habe ich mich hier angenommen. Ach, und Reisender, da fällt mir was ein. Hast du mal die schaurigen Gerüchte über den Knochenpferden gehört? Sie sollen jede Nacht oben im Sanadin-Park erscheinen. Der liegt von hier aus im Norden. Man muss nur der Straße folgen. Ob das wohl tote Tiere sind, die nicht von dieser Welt lassen können? Oder gar verschwundene Geschöpfe zur Welt gekommen in den dunklen Stunden des Kataklysmus? Hoch, verzeih mir. Wenn es um so um Schönes auf vier Hufen geht, gehen wir mit mir einfach die Pferde durch. Jedenfalls würde ich die Knochenpferde unheimlich gerne einmal sehen, wenn es sich nicht um bloßen Sagenspuk handelt. Boah, da würde ich auch gerne eins davon reiten. Und keine Ahnung. Mal gucken. Dass es die Liebe war, die Fane von uns weggelockt hat, romantisch, romantissimo und beneidenswert, wie dem auch sei.
Im Einklang mit Fane fröhliches Flöte wird das in Säbelzyklus, bla bla bla, aber ich werde ganz opfern, aber ich bin einfach so froh. Übrigens, machst du dir Sorgen um die große Fee meiner Reise? Ja, jetzt labert er wieder denselben Scheiß. Was wir. Aha. Vielleicht. Oder muss ich jetzt wirklich die Räder von dem dort da drauf klatschen? Kann das sein? Dann klatsche ich eben das Ding oben drauf. So, voilà. Und dann mache ich sogar noch einen Luxus dran. Zwei hätten gereicht. Einmal. Zweimal. Ich bin fertig, Monsieur. Also bitte. Wer bin ich denn? Ich lass mich doch nicht lumpen. Hallo? Warum? Als ob, ey. Verdammt, falsch. Hallo. Ja, wimmert ihr Schweinepriester. So. Wenn das jetzt nicht klappt. What the fuck? Was zum Fick macht das an dem Rad? Darf ich mal? Ey, ihr seid im Weg, ihr Tunichtgute.
Hallo. Oh, Borgblind. Nee, 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 nee. Hä? Ihr wollt mich doch verarschen, ne? Ey, Bro. Besser geht's nicht. Junge. Bro, jetzt reicht's. So. Eins. Zwei. Ich komme gleich wieder. Ist seine wegteleportiert oder was? Mir egal. Hier, warte mal. Oh Mann, geh mir nicht auf den Sack. So, noch eins. So. Und wenn ich dort noch zwei weitere Räder dran packen muss, das muss gehen. So. Darf ich mal? Hä? Bro, jetzt reicht's. Es juckt mich nicht, ob der schaukelt. Nee, lass ich nicht. Oh Gott. Immerhin haben wir den Scheiß hier bei. Ey, du kannst nicht. Hey, du willst mich gerade verarschen, ne?
Oh, Bro. Oh, Bro. Ich krieg zu viel. Was heißt die Spirenzchen? Das Ding will nicht fahren. Sag das nicht mir. Weil hier geht's noch. Erst hier fängt's an zu spacken. Ich schwör, ich mach das, bis ich oben bin. Gott, dem Himmel. Also, so könnt ihr auch tricksen. Trick 77 nennt man das. Wenn der Wagen nicht will, dann bringt ihr den Wagen da hoch. Na? Bitte die fairen Ohren spitzen und gut zuhören. Ja, jetzt spielen wir. Oh Gott, wie kann man so scheiße sein? Es gibt zwar wieder zwei Parts, aber egal, ich hab's geschafft. So viel zu dem, dass man alles da cheaten kann. Bro, also, ne. Nee, bei aller Liebe. Das war zu viel des Guten. Ich glaube, ich brauche gleich eine Pause ab dem Scheiß. Was war das bitte? Mach auf jetzt. Aha. Ja. Na los. Hey, das ist so ein Mario-Verschnitt, ne? Der erinnert mich irgendwie an Mario. Fein, schau doch, schau. Die große Fee ist wieder da. Irre. Wie sie glitzert und strahlt. Noch einmal, tausend Dank. Deine Belohnung liegt mir so schwer in der Tasche. Ich muss meine Hose mit beiden Händen oben halten. So besser schnell an dich. Hier, bitteschön. Ach. So, Hosenrutschgefahr gebannt. Jetzt kann ich mich voll aufs Dirigieren konzentrieren. Der lieben Kaiser geht es wieder. Wunderbar, wunderbarissimo. Aber leider war sie nicht. Die letzte große Fee, die sich in ihrer Knospe zurückgezogen hatte. Das wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächste aufheitern könnten. Weiter geht die Reise. Ja. Du hast die Musikanten zu mir gebracht, oder? Ja, ich war zwar lange in meiner Knospe verschwunden, aber einen wie dich durchschaue ich noch allemal. Sag mal, Süßer, soll ich dich zum Dank auf deiner Reise begleiten? Ich mache nur Spaß, aber du bist wirklich niedlich, wenn du so verlegen bist. Aber im Ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du die passenden Materialien hast, kann ich deine Kleidung verstärken, Süßer. Also zeig mal, was du in der Tasche hast. Nicht wirklich. Tschüssi. Jetzt haben wir noch eine große Fee über und die ist hier im Winterlande. Ja gut, gehen wir dorthin. Jetzt
brauche ich zuerst, muss ich zwar den Darklink-Scheiß ausmachen, weil sonst einfach dumm aussieht. Wenn ich die ganze Zeit immer ein Herz abgezogen bekomme, obwohl ich keins abgezogen kriege. Wäre auch ein bisschen dumm. So. Let's go. Moment, ich muss ja eh hier hin. Meine reisende Freund, bist du hier, um die große Fee zu sehen? Bla bla bla. Kannst du diesen Schnee etwas erkennen? Leider hat sich auch diese große Fee in ihrer Knospe zurückgezogen. Wie die große Fee am Stall des Waldes fürchtet sie sich sehr und will nicht herauskommen. Mir haben die Klänge von Euphos Horn immer sehr gefallen. Ich möchte sie also mit diesen sanften Klängen beruhigen, aber Euphor ist ein junger Mann, der beim Ensemblezyklus das Horn spielt. Eines Tages ging er seiner Wege und kam nicht zurück. Ein Reisender, der aus dem Süden von Stall der Tabantabrücke kam, berichtete, er habe etwas wie ein Horn gehört. Er vernahm diese Klänge auf der Straße ein Stück weiter von hier jenseits der Tabantabrücke. Ach, Eufo, wo steckst du nur? Zum Glück sind die alle angekennzeichnet. Scheiße, nochmal. Das wäre mir jetzt viel zu dumm. Und irgendwie wären wir, glaube ich, hier schneller unterwegs zu Fuß. Oh Gott, nee. Den Shit tue ich mir so nicht an. Ich porte mich mal kurz. Neben das Loch. Das klingt auch falsch, aber ist so. Hallo, du. Viele sagen ja, wenn man mal da unten ist und Licht gemacht hat, hat dieses Loch nicht mehr so den Schreckeffekt. Jein, also ich habe immer noch Respekt vor da unten, ne? Ich weiß ja, was dort unten jetzt alles ist, ne? Ich habe ja ziemlich viel aufgedeckt, aber ich muss sagen, gefallen tut es mir da immer noch nicht. Ach, du bist nur ein Bockblindkack. Ich halte natürlich immer Ausschau, ja, dort drüben wäre noch was. Aber es pisst mich halt jetzt an, ne, dort drüber zu stabben. Aber ich müsste eigentlich. Wenn ich nicht immer. Ah ja, seht ihr, da ist auch. Ja, das hat mir immer was gesagt. Das Tabanta-Hochland, da ist ja auch immer der eine Drache unten durchgeflogen. Ich glaube, das war der Feuerdrache, ne? Oh. Kennen wir den Scheiß nicht noch? Oder muss ich einfach nur den da reinmachen? Tada! So nebenbei noch einen Grog mitnehmen.
Ist immer cool. Hui. Ich fühle mich wie Gott hier. Ohne Scheiß. Du, 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 du. So sollte man sich auch in BOTW oder Tears of the Kingdom fühlen. Wie ein junger Gott. Stall der Tabanta-Brücke. Und hier unten hat es immer Leuen gehabt. Gibt es überhaupt noch Leuen in dieser Welt? Eigentlich müsste es das ja. Aber ich habe noch keinen einzigen Leuen gesehen in dieser gottverdammten Welt. Was bist du für einer? Ah. Moment. Geh weg. Ich muss hier ausziehen wegen des Blitzes. Was bist du denn? Hallo? Hä? Irgendwas ist damit. Ich check's nicht. Kommen wir einander mal hin. Eigentlich sollte das auch nicht das Thema sein, aber wenn ich sowas sehe, triggert es meinen inneren Nerv. So. Hallo, Arsch. Krampe mit dem Horn. Oh, hallo du. Bist du etwa hier, um mich zu retten? Ja, das stimmt. Ich spiele im Ensemble Zyklus das Horn. Wie bitte? Die große Fee hat sich verkrochen und deshalb suchen mich der Herr Kapellmeister und die anderen? Ich verstehe. Weißt du schon davon, dass das Dorf der Orni im Norden von hier unter Lebensmittelknappheit leidet? Mit der Orni verbindet mich tiefe Freundschaft. Sie haben mir auf den Reisen des Ensemble immer wieder geholfen. Als ich dann hörte, dass sie unter einem Schneesturm litten, konnte ich einfach nicht die Hände in den Schoß legen. Ich verließ das Ensemble und Hilfsgüter und Musik zu ihrem Dorf zu bringen. Aber kaum war ich aufgebrochen, tat sich diese Grube hier auf und ich war gefangen. Mein Pferd ist weggelaufen, meine Ladung ist hinüber, mir bleibt nichts als mein Wagen. Und nun erfahre ich, dass sich in der Zwischenzeit das Ensemble wieder zusammengetan hat und dass die große Fee in Schwierigkeiten ist. Wenn ich nur aus dieser Grube rauskäme, würde ich mich sofort dem Ensemble Zyklus wieder anschließen. Ich kann die Grubenwände leider nicht hochklettern, schon gar nicht mitsamt meinem Wagen. Doch zum Glück bist du jetzt da, um mir zu helfen. Hast du schon eine Idee, wie ich aus dieser Grube rauskommen kann?
Ich hätte eine Idee. Aber die wird dir nicht gefallen. Die wird dir nicht gefallen. Ah, das reicht mit Gewicht halt nicht, ne? So. Neues Konstrukt gebaut. Mal eben. Ja, aber nee, ein zweiter ist viel zu.
Oh Gott, ob das gut rauskommt, werden wir gleich sehen. Haben wir noch was zum Steuern hier? Ich habe eben nichts zum Steuern da. Scheiße. Hä? Warum hat's gerade gebrannt? Digga. Dein Ernst gerade? So. Ja. Funktioniert es jetzt? Sollte funktionieren. Meine Fresse. Du willst mich gerade verarschen, Bro. Hey. Digga. Mit dir kaputt. So. Machen wir dasselbe Prozedere nochmal. Nur diesmal nicht mit ganz der Höhe. Außer ich hätte jetzt irgendwas übersehen, was ich hier noch... Nee.
So. Geht doch. Warum nicht gleich so? Endlich wieder frei. Uiui, in der Aufregung ist meine Brille ganz beschlagen, so dass ich kaum was mitbekommen habe. Aber du hast mich irgendwie da rausbekommen. So viel steht fest, tausend Dank. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, hätte ich wohl noch einige Tage in der Grube verbracht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Kataklysmus ganz Hyrule verwüstet hat. Hätte ich danach nicht so kopflos das Ensemble verlassen, wäre mir dieser Unfall hier erspart geblieben. Die Hilfsgüter für das Dorf der Orni sind nur alle unbrauchbar. Das bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zum Ensemble zügellos zurückzukehren und dort mein Bestes zu geben. Also das sollte ich wohl mal zum Stall des Schneelands und dort der großen Fee auf meinen Horn vorspielen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit für dich. Mein köstliche Hochzutat, die mein kleines Abenteuer glücklich weise und beschadet überstand. Oh, Kommando, zurück. Leider ist die Tasche voll. Könntest du genug Ausdauer nicht? Okay. Nö, 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 nö. Ich will nicht sowas, was ich schon habe. Dein Ernst? Die zwingen dich, das zu nehmen? Legit? What the fuck ist hier gerade passiert? Oh mein goodness. Hey, hätte einfach den Cheat ausstellen müssen, aber trotzdem scheiße, dass du dich blöd gesagt hier festbacken kannst. Macht ja absolut keinen Sinn. Egal. Muss mich nicht kümmern. So, machen wir die letzte Fee und dann ist gut für heute. Dann haben wir die beiden Folgen cleared. Hui! Oh, ich erinnere mich an dich, Reisender. Von Hornes ist zu uns zurückgekommen. Trotzdem werde ich darüber nachdenken, dass er ins Dorf der Orni wollte und dann in ein Loch gefallen ist. Unser Pferdewagen sollte euch vor jedenfalls nicht mehr lenken. Ich bin nur froh, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Jedenfalls wäre das Ensemble zügellos mit Hilfe von Euphos Hornmusik wieder zu alten Ruhm zurückfinden. Wenn nur ein einziges Mitglied fehlt, geht es einfach nicht. Es müssen alle an Bord sein und zusammen sind wir das Ensemble. Nein, das Grand Ensemble zügellos und... Du hast uns aus dem Fenster Mol zurück zum glorreichsten Dur geholfen, Reisender. Danke, 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 danke und nochmals Dankissimo. Fünfmal danken wir dir einmal für jeden einzelnen von uns. Ja, ja. Also gut, meine Herrschaften, das ist ein neuer Start für das Grand Ensemble Zyklos. Unsere Auftritte sollen alle großen Feen, nein, alle Reisenden, nein, nein, unsere Auftritte sollen alle Leute auf der Welt mit sanften Klängen glücklich machen. Ah, genau. Ja, ja. Also dann, jetzt wo Euphor hier ist, können wir die große Fee mit dem Klang seines Horns entzücken. Ich würde am liebsten gleich zur großen Fee aufbrechen, aber leider gibt es noch ein Problem. Wie immer. Leider hat unser braver Allegro kein Dach. Wenn wir bei diesem Schnee losfahren, wäre das fatal. Fatalissimo. Musikanten mit der Kältung verbreiten vielleicht Keime, aber sicher keine gute Laune. Dann habe ich versucht, unser Allegro mit einem Dach auszustatten, aber es ist zum Verzweifeln. Ich komme nicht hoch genug... Also konnte ich nur die Pfosten aufstellen. Wir wollen nur zu gerne für die... Zuallererst mal hole ich mein Pferd, weil ich keinen Bock habe, danach das auch noch zu holen.
So. Ich hab den schon an. So. Voilà. Das Dach ist das kleinste Problem. Kommt das denn plötzlich in unser Allegro? Das Schicksal hat uns nicht im Stich gelassen. Das werde ich dir niemals vergessen. Im Fall nehme ich dein freundliches Angebot gerne an. Also einsteigen. Auf los geht's los. Ja, ja. Ja, ja. Drache, du lässt uns sein, ne? Als ob ihr fallen würdet. Dafür bin ich da. Und wir sind gleich oben. Das war easy. Groß W, das Ensemble Zyklos ist da. Geehrter Reisender, herzlichen Dank. Durch deine Hilfe sind wir bei der großen Fern gekommen. Also gut, wir haben keine Zeit zu vertun. Alles bereit, beginnen wir nun mit der Vorstellung. Und natürlich wieder dasselbe Gebabbel. Viel Spaß beim Zurückrennen. Und wir kriegen wir Kohle in den Arsch geschoben. Mir aber ganz schön erleichtert. Nur 100, das wird nicht wirklich erleichtert, Bro.
wirklich wie eine tiefe Seite beim großen Finale, dass du trotz allen Schwierigkeiten niemals aufgegeben hast. Jedes Mal, wenn die großen Feen unserer Musik gelauscht und sich gezeigt haben, ist unser Selbstvertrauen gewachsen. Wenn du mal wieder meinen Rhythmus, Rhythmen hören willst, komm einfach jederzeit beim Stall vorbei. Für eine Kostprobe meiner Künste lohnt sich hier mein Besuch, Kumpel. Das hier ist nicht das Ende, jetzt legen wir erst richtig los. Ich, nein, wir werden mit unserer Musik immer mehr Leute zum Lächeln bringen. Unsere Gabe ist, unsere Gedanken und Gefühle ganz in unsere Musik einzubringen, aber jetzt werden wir nicht nur die großen Feen mit unserer Musik beglücken. Alle Reisen, die zu einem Stall kommen, sollen ebenso ihre Sorgen und Nöte vergessen. Auch du bist ein Mitglied unseres Grand Ensemble Zyklusreisender, nicht wirklich. Wie ist denn dein Name, wenn ich fragen darf? Link? So also lautet der Name des Retters, unserer Grand Ensemble. Ich werde ihn mir hinter den Notenschlüssel schreiben und niemals vergessen, oh ja. Unsere Grand Ensemble wird unter einem neuen Namen zu neuen Höhenflügen aufbrechen. Das Ensemble Zyklus war gestern. Ab heute nennt man uns das Grand Ensemble Link ist groß. What the fuck? Ja, das ist famos, famissimo. Kehren wir zum Stall zurück. Wir leihen uns diese Pferde aus und wir geben es dann natürlich im Stall ab. Das versteht sich ja von selbst. Ihr wollt mit meinem goldenen Pferd rumrennen? Schmeiß sie vom Pferd, ey. Du hast also das Ensemble mit seinen ruhigen Klängen zu mir gebracht? Ach ja, jemand Größeres mit mehr Muskeln wäre natürlich mal schön gewesen. Arschloch. Aber obwohl du wirklich etwas in Mickey geraten bist, bist du einfach doch irgendwie ein Schnuckel. Es scheint nicht so schlimm, um die Welt bestellt zu sein. Wie ich dachte, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken, sofern ich die richtigen Materialien habe. Mit meiner hätten Kraft kann ich deine Kleidung bis zum Maximum verstärken. Tschüss. Verpiesel dich. Du bist die unbeliebteste von mir, also bis jetzt. Ja, und das waren alle. Ne? Und jetzt geht's dann weiter mit dem guten alten Kollegen an diesem Point, den wir auch schon dort gesehen haben. Und zwar den Point. Tja, und bis dahin, Tödel. Ha ha ha!